Hallo, liebe Deutschlernende. Ja, ich habe letztens einen sehr negativen Kommentar bekommen, ja, unter einem YouTube-Video, ja, sowas wie, hey, du bist scheiße und deine Videos sind scheiße und ich werde jetzt nicht mehr abonnieren, ja, und das hat mich sehr gefreut. Das hat mich gefreut, weil alles nach Plan verläuft. Ja, ich habe dieses Buch gelesen, 10x von Grant Cardone, und er sagt, und auch viele andere Leute sagen, dass wenn man so richtig loslegt, ja, wenn man wirklich sehr produktiv ist und sehr große Dinge macht, ja, dann ist es unvermeidlich, dass Leute kommen, die negativ sind, die sagen, hey, mach das nicht, das ist scheiße und Und ich meine jetzt, was mache ich jetzt? Ja, ich habe die Authentic German Learning Academy komplett erneuert. Ja, academy.authenticgermanlearning.com. Ja, schau mal vorbei. Ja, ich glaube, es wird dir sehr gefallen. Und ich mache 7 Videos auf YouTube pro Woche. Ich mache 7 Instagram-Videos pro Woche. Ich mache 3 Podcast-Episoden pro Woche. Ich bin jetzt auch auf Snapchat unter demselben Handle wie bei Twitter, outgearlearning. Und ja, ich meine, und es ist wirklich, es verläuft alles nach Plan sozusagen. Ja, ich mache jetzt ganz viele YouTube-Videos, ganz viele Instagram-Videos, Podcast-Episoden, ja, wirklich jeden Tag sehr viel. Sehr viele Deutschlernmaterialien, ja. Jetzt bald auch noch mehr Kurse für die Academy, und die Academy sieht jetzt total hübsch aus, ja. Ich bin total zufrieden mit dem Ergebnis, und sehr viele Leute haben mir auch gesagt, dass sie die Academy sehr toll finden, ja, so wie jetzt das neue Design ist, ja. Ich denke, es ist total hübsch und es ist auch mobil freundlicher, ja. Also wenn du auf deinem Handy bist, dann ist es einfacher, die Academy zu benutzen, ja, auf dem Handy. Ja, also einmal verläuft alles nach Plan, ja. Also es ist, zeigt mir, also je mehr Leute negative Kommentare hinterlassen fast, desto mehr weiß ich, hey, ich mache irgendwas Bedeutsames. Denn Leute, die negativ denken, ja, Leute, die einen Mindset haben, der sehr negativ ist, die können fast nicht anders, als ihren Senf dazu zu geben, wie man im Deutschen so schön sagt. Ja? Seinen Senf dazu geben heißt ja, einen Kommentar hinterlassen und oder ja, einfach sich einmischen und etwas zu einem Thema sagen müssen, ja, seinen Senf dazu geben. Und es ist negativ besetzt, ja, wenn man sagt, ach, du musst immer deinen Senf dazu geben, heißt das, hey, du musst immer einen Kommentar machen, ja. Also diese Leute, die eine negative Einstellung haben, ja, die sehen etwas Tolles, ja, wenn ich mal so sagen darf, ja, also sehen etwas Tolles. Die sehen, wow, der Typ produziert ganz viele YouTube-Videos, der macht jetzt ganz viel so. Und dann müssen sie aber, dadurch, dass sie in einem sehr ein sehr schlechtes Leben haben und etwas Gutes sehen, müssen sie dieses Gute runterziehen. Ja, sie können gar nicht anders, als zu versuchen, zu sabotieren. Ja, ich habe ein Video über Selbstsabotage gemacht, aber viele Leute versuchen auch andere zu sabotieren. Ja, sie halten es emotional nicht aus, dass es etwas Tolles, Positives, Schönes gibt und müssen das runterziehen. Ja? Ich meine, wenn jemand eine gute Einstellung hat und denkt, ah, die YouTube-Videos von Marco helfen mir nicht so sehr, diese Person hört einfach auf zu schauen. Ja? Diese Person hört einfach auf zu schauen. Diese Person
ja, sagt, okay, jetzt mache ich etwas anderes. Ja? So eine Person mit einem positiven Mindset, einer positiven Einstellung, müsste jetzt nicht noch einen Kommentar hinterlassen. Oh, ich höre jetzt auf, deine Videos zu schauen. Ja? Ich abonniere jetzt nicht mehr. Warum muss man das schreiben? Das muss man nur schreiben, um die andere Person runterzuziehen. Denn mir ist es völlig bewusst, ja? Diese YouTube-Videos helfen manchen Leuten, manchen Leuten helfen sie nicht. Ja? Für manche Leute sind diese Videos vielleicht ein bisschen zu schwer, weil sie noch nicht genug Hörverständnis haben. Ja? Es gibt übrigens schon ganz viele Videos mit Untertiteln. Ja? Schau mal auf meinem Kanal die Wiedergabelisten an, ja? Die Playlist. Schau mal in die Playlists, in die Wiedergabelisten, schau mal, ob du dort nicht eine Wiedergabeliste findest, die dir sehr gefällt. Ja? Denn ich weiß, diese Videos ohne Untertitel sind nicht unbedingt für jeden. Ja? Ich mache jetzt viele Videos, aber manch anderer denkt sich, ach, ich schaue lieber mal eine Wiedergabeliste von Marco, ja, die mehr zu mir passt. Ja. Oder er sagt, hey, ich finde diese Videos super, ich werde die jetzt jeden Tag schauen, immer wenn sie rauskommen. Ja. Manch anderer sagt vielleicht, hey, deine Podcasts sind sehr gut, ja. Ich höre lieber die Podcasts unterwegs, ja, und schaue mir ab und zu die Podcast-Notizen an. Ja. Und abonniere den Podcast und rezensiere den Podcast. Und jemand anderes sagt sich vielleicht, ich finde das total toll, dass Marco jetzt die Akademie verbessert hat. Ja? Ich gehe auf academy.authenticgermanlearning.com. Ja? Ich gehe jetzt auf diese Seite und lerne dort mit seinen Kursen und werde Mitglied. Ja? Gib Marco ein bisschen Geld, damit er weiter YouTube-Videos machen kann. Ja? Und so gibt es unterschiedliche Geschmäcker. Ja? Und jeder hat einen Geschmack für etwas anderes. Und für mich ist es völlig klar, dass diese Videos nicht für jeden sind. Ja? Aber jemand, der halt einen Kommentar hinterlassen muss, der möchte nur runterziehen. Und warum rede ich darüber? Ich rede darüber auch für dich, weil du wirst solchen Leuten begegnen. Ja? Du wirst auch solchen Leuten begegnen. Und es hat lange gedauert, und ich bin immer noch nicht ganz da, aber es hat lange gedauert, ich sagen kann, hör auf, okay. Ja, jemand hinterlässt einen negativen Kommentar. Ja? Erste emotionale Reaktion ist natürlich gleich so, oh nein, oh, einen negativen Kommentar. Aber die zweite Reaktion sollte eigentlich sein, und wenn man sehr gut ist, die erste Reaktion, okay. Ja. Und ich habe auch geantwortet, habe gesagt, ja, perfekt, denn ich möchte dich hier nicht haben. Ja. Das ist auch noch so eine gute Sache, ja, wenn die Leute sagen, ah, deine Videos sind scheiße und ich höre jetzt auf zu schauen, denke ich mir so, super. Denn ich möchte nur positive Leute haben. Ja, ich möchte die negativen Leute gar nicht haben. Ja, vor ein paar Tagen habe ich ein Video über das Wort schwul gemacht. Ja, und ich habe mir gedacht so, naja, vielleicht werden ein paar Leute das Video schauen und merken, dass ich ja, recht positiv über schwule Menschen spreche. Und werden vielleicht nicht mehr meine Videos schauen oder werden vielleicht das Bedürfnis haben, auch negativ in den Kommentaren zu sein. Aber ich denke mir so, solche Leute möchte ich gar nicht haben. Natürlich möchte ich viele Leute haben, die meine Videos schauen und die mich abonnieren und so weiter. Aber ich möchte auch Leute von Qualität haben, ne? Leute, die homophob sind, Leute, die negativ sind, Leute, die andere runterziehen müssen und so. Solche Leute will ich gar nicht haben. Ja, es ist mir lieber, wenn diese Leute einfach weggehen,
nicht mal meine Videos schauen und so weiter. Das ist mir viel lieber. Ja? Und vielleicht kannst du diesen Mindset auch in deinem Leben nutzen, ja? Dass du dir denkst, so, jemand sagt etwas Negatives über dich. Jemand redet hinter deinem Rücken über dich. Ja? Jemand sagt was Schlechtes für dich. Ja? Sag, ja, na und? So jemanden will ich gar nicht haben. So jemanden will ich gar nicht haben. Mit so jemandem möchte ich gar nicht befreundet sein. Ja, das ist die eine Sache, ja. Dass man die gar nicht in seinem Leben haben möchte. Ja? Also es ist gut, wenn schlechte Leute dich nicht mögen, heißt es, du bist gut. Ja? Du möchtest von guten Leuten gemocht werden. Ja? Aber wenn du von schlechten Leuten gehasst wirst, dann machst du etwas richtig, denke ich. Ja? Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, alles läuft nach Plan, sozusagen. Ja? Du machst etwas Gutes, anscheinend, wenn schlechte Leute dich nicht mögen. Und die dritte Sache, und die, denke ich, ist sehr wichtig, die habe ich von, also dieses Konzept habe ich von Gary Vaynerchuk gelernt, ja. Und Gary Vaynerchuk sagt, dass wenn er negative Kommentare bekommt, dann versucht er empathisch zu sein, versucht er sich in diese Person hineinzuversetzen. Und ich denke, wenn man sich in diese, also nicht Sympathie, sondern Empathie, man ist nicht sympathisch, denkt sich, oh, der Arme, sondern man sagt so, okay, wie fühlt es sich an? Ja, wie fühlt es sich an, in seinen Schuhen zu stecken? Und die Antwort, die ich zumindest bekomme, wenn ich so drüber nachdenke, ist, das muss ja ein echt grässliches Leben sein. Das muss ja ein sehr unglückliches Leben sein, in so einer Position zu sein. Und das ist wirklich etwas, was enorm hilft, sich nicht schlecht zu fühlen, ja, sich nicht attackiert zu fühlen. Ja. Jemand sagt, oh, du bist schlecht. Oh, bäh, bäh, bäh. Ja, die erste Reaktion bei vielen Leuten ist, oh, bin ich schlecht? Oh mein Gott, nein, habe ich etwas falsch gemacht? Aber wenn man denkt so, Wie muss sich diese Person fühlen? Da denkt man sich so, oh, ein Glück bin ich nicht diese Person. Wow. Also schaut nur, wie schlecht es diesem Menschen geht. Ja? Und dann fühlt man sich selber auch nicht mehr schlecht. Weil man sich denkt so, wow, das was die Person sagt, ja, wenn jemand zu dir sagt, du bist schlecht, ja, du bist scheiße, dann macht diese Person nicht eine Aussage über dich, ja, denn ich denke, du bist gut, ja? Ich bin mir sicher, du bist gut, ja? Du bist ein guter Mensch. Das heißt, diese Person macht keine Aussage über dich, sondern diese Person macht eine Aussage über sich selbst. Ja, wenn jemand sagt, du bist scheiße, dann heißt das nicht, dass du scheiße bist, sondern heißt das, dass diese Person ein so schlechtes Leben hat, dass sie andere beleidigen muss. Okay? Und das sind so die Dinge, die mir durch den Kopf gingen, als ich diesen Kommentar bekommen habe. Und ich denke mir, ja, so ist das Leben. Ja? Solche Leute gibt's. Und mit mir hat das nichts zu tun, es hat nichts mit meiner Arbeit zu tun, im Gegenteil, beziehungsweise es hat etwas damit zu tun, in dem Sinne, dass ich viel produziere, viel mache, ja, und ich mache jetzt sehr, sehr viel, sehr, sehr viele YouTube-Videos, sehr, sehr viele Videos auf Instagram, die ich auch auf Facebook teile und Podcasts und so weiter, also richtig viel, bum, 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 ja. Und wenn jemand sagt, oh, das hilft mir nicht oder oh, das ist zu viel, so, dann denke ich mir, es ist total einfach. Ja, es ist sehr einfach zu sagen, okay, ich mache etwas anderes. Ja. Und für die Leute, die gerne etwas strukturiert haben, für die Leute, die sich denken, oh, das ist zu viel und einen Alarm. So lange rede ich schon, dass mein Alarm hier losgeht. Ja, für die Leute, für die das alles zu viel ist und für die Leute,
die sagen, ich brauche etwas Strukturiertes. Dafür ist ja die Academy. Ja, die Academy. Ja, die Authentic German Learning Academy. Dazu ist sie ja da. Die ist ja dazu da, für die Leute, die sagen, oh, es ist zu ablenkend, ständig hier ein Update, da ein Update und so weiter. Für die Leute gibt es die Academy. Ja, damit du wirklich hintereinander weg so sagen kannst, okay, ich nehme jetzt meine halbe Stunde Deutsch lernen. Ich möchte jetzt eine halbe Stunde Deutsch lernen, ohne Ablenkung. Also gehe ich zur Authentic German Learning Academy. Dann mache ich eine Sache nach der anderen. Okay, Lektion 1. Okay, ich lese mir die Lektion 1 durch. Bumm, fertig. Lektion 2. Okay, fertig. Und so weiter, ja. Bei YouTube ist das Problem, dass du ein YouTube-Video schaust und dann kommt das nächste und dann wieder das nächste und es geht um ganz viele unterschiedliche Themen und vielleicht wirst du auch abgelenkt von anderen Kanälen, die nichts mit Deutsch zu tun haben, ja, so, oh hey, ja, ich weiß nicht, was du so schaust, aber so, ja hey, Neuigkeiten über berühmte Persönlichkeiten oder hey, hier, die 10 besten so und so, ja, also diese Listen, ja, da kann man auch sehr viel Zeit verbraten auf YouTube, ja. Die 10 Dinge, die du nicht wusstest über, ja, also, ja, solche Videos, ja, oder ja, was auch immer du schaust und dann eine Zeit damit vergeudest, ja, oder am Ende denkst, oh, das hat mir jetzt wirklich nicht viel gebracht, ja, ich wollte eigentlich Deutsch lernen, ja. Genau, für solche Leute, die halt wirklich strukturiert lernen möchten, ist die Akademie gedacht, ja. Genau, damit habe ich hoffentlich diese Sache geklärt und auch vielleicht ein paar Fragen beantwortet. Ja, also falls du dir denkst, so, oh, der Marco macht jetzt ganz viel, es ist zwar gut, dass es so viel gibt, aber ich möchte schon wirklich etwas sehr Strukturiertes haben und auch mit Untertiteln oder mit Text, um zu lesen. Oder wenn du dir fragst, oh, wie lerne ich jetzt besser Deutsch, ja, wie mache ich wirklich den nächsten Schritt, ja, dafür habe ich eben diese Akademie für dich erstellt. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen, ich weiß, es war ein sehr langes Video, wir sind jetzt bei 17 Minuten und ja, wie immer, wir sehen uns morgen auf YouTube oder wie gesagt auf all den anderen Kanälen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis morgen.